1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, dieser Gegenstand erregt mich. Ich möchte gerne mit euch über Dinge sprechen, die euch sexuell erregen, die ihr sexuell erotisch interessant findet. Da gibt es ja so die üblichen Sachen, die man so kennt aus dem sexuellen Bereich, die einen vielleicht anmachen, aber vielleicht auch eher ungewöhnliche Sachen vom Glas, über den Kugelschreiber, die Schuhe. Ich weiß es nicht. Es gibt ja irgendwie alles, habe ich so die Ahnung, dass Menschen von allem irgendwie erregt werden können, auch wenn man das sich vielleicht gar nicht so vorstellen kann. Also dieser Gegenstand erregt mich. Frage also an euch, welche Dinge, welche Gegenstände machen euch sexuell an? Sind für euch sexuell und erotisch attraktiv? Wenn ihr mir gern davon erzählen wollt, ich würde mich freuen, dann meldet euch hier bei uns unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Wenn ihr meldet, bitte nicht die Telefonnummer vergessen. Jetzt bin ich gespannt auf meine erste Anruferin, das ist die Tanja und Tanja ist 32 Jahre alt. Hallo Tanja. Hallo Domian. Hallo Tanja. Ja, also, dieser Gegenstand erregt mich. Ja, das ist der Eiffelturm. Das ist der Eiffelturm. Ja, höchstpersönlich. Der Eiffelturm in Paris. Ja, genau. Und zwar geht es darum, ich habe meinen Mann damals mit 15 Jahren kennengelernt. Mit 15 Jahren schon? Ja, ja. Haben mit 18 Jahren geheiratet. Mhm. Und 2003 bin ich dann nach der Nebelaktion abgehauen. Und er versuchte mich halt zurückzuerobern und wir sind dann nach Belgien gefahren. Mhm. Und ich sah dann die Abfahrt Frankreich, Paris und dann sagte ich, dann komm, lass uns spontan sein und lass uns nach Paris fahren. Mhm. Und dann sind wir da um 6 Uhr dann weggefahren und er ist dann tatsächlich die Abfahrt dann runtergefahren nach Paris. Mhm. Und wir waren dann auch um 3 Uhr standen wir dann endlich vom Eiffelturm. Mhm. Und bei Nacht, die Leute, es war noch alles total Trubel gewesen und ja, der Eiffelturm in seiner Größe, wir standen davor, der hat geblitzt und geblinkt und das war ein hammergeiles Gefühl war das. Und nun kann ich ja verstehen, dass man so als touristische Attraktion sehr begeistert sein kann von diesem Eiffelturm. Ja. Aber erregt dich wirklich? Ja, ich muss dazu sagen, ich war ja 13 Jahre mit diesem Mann zusammen. Mhm. Und das war auch mein erster Mann gewesen. Mhm. Und ich habe bis dato, also bis zu diesem Tag, hatte ich keinen Höhepunkt gehabt. Ach. Ja. Ja. Bis zu diesem Tag. Ja, und wir waren 2 Stunden waren wir da gewesen. Und ich habe dann auch gesagt, lass uns irgendwie ein ruhiges Plätzchen suchen. Ja. Und dann hat es das erste Mal richtig Bumm gemacht. Mit diesem Mann, mit dem du so lange schon zusammen warst? Ja, genau. Seid ihr denn auf den Eiffelturm raufgefahren? Nee, das war ja mitten in der Nacht. Das ging da nicht. Nee, stimmt, das ist auch gesperrt. Also kann man daraus schließen, dass dieser Anblick, dieses Mega-Phallus, ja, vor dem du standst, ja, wahrscheinlich, dass sich das so stimuliert hat oder ja, so die Fantasie irgendwie so angeregt hat, wie auch immer, ja, dass du dann fähig warst, eine Sexualität mit deinem Partner zu erleben, genau, die du vorher noch nie erlebt hast. Noch nie. Ist ja verrückt, ne? Ja, verrückt. Klappt es denn seitdem auch gut mit dem Orgasmus bei dir? Also, nein, ich tue mich damit schwer. Also, ihr solltet nach Paris ziehen. Ja, wahrscheinlich. Aber ist zu unsauber. Also ich bin jetzt in der neuen Partnerschaft seit 2,5 Jahren. Aha. Und da hat es auch nicht geklappt. Also wir hatten vor 2 Monaten dann eine Krise gehabt und ich hatte ihm dann einen Brief geschrieben und habe ihm dann halt auch gesagt, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist und bin dann so ein bisschen in mich gegangen und habe dann wieder an das Erlebnis gedacht und dachte, wenn das mit dem geht, dann geht es vielleicht mit ihm auch und wir haben jetzt ein schönes Sexleben.
Aber ihr seid nicht extra nach Paris gefahren dafür? Nein, der Gedanke daran. Also so habe ich es ja mit meinem Ex-Mann auch die ganze Zeit dann über getan. Mhm. Und kannst du dieses denn vielleicht ein bisschen näher erklären, was für ein Gedanke das ist, wenn du diesen großen Turm siehst? Was für Gedanken sind das, dass du dann irgendwie sexuell eher in Fahrt kommst? Also erstmal das Gefühl, wenn man davor steht, das ist so von innen, so zwischen der Brust, so genau, das, ich würde jetzt mal sagen, das ist so ein kleiner vaginaler Orgasmus. Ja. So würde ich das beschreiben. Aber was das genau auslöst, wenn du vor dem Turm stehst, das kannst du nicht sagen. Nein, kann ich nicht sagen. Ja, weil die Größe, du könntest ja auch vor einem anderen Gebäude stehen, was ja sehr groß ist und sehr hoch ist. Das ist mir noch nicht passiert. Also ich war schon vom Kölner Dom, da ist es nicht passiert. So, ja. Ja, der ist nur auch sehr hoch, da könnte das ja, sind ja gleich zwei Türme. Könnte es ja nur besonders gut, naja. Also das geht nur beim Eiffelturm. Ja, anscheinend. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich, das zu ergründen. Muss man ja auch gar nicht. Mhm. Für dich ist das eine schöne Erinnerung, wenn du an Paris denkst, an den Eiffelturm, denkst du an deinen ersten Orgasmus. Was will man mehr? Ja, das stimmt. Was will man mehr? Ja. Ist doch eine schöne Sache. Ja, das stimmt. Tanja, danke, dass du es mir erzählt hast. Jo. Und alles Liebe, alles Gute. Und ich wünsche dir noch 20 Jahre. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei, ich gucke jeden Abend. Nee, wir sind seit 11 Jahren erst dabei. So lange auch echt? Nicht. Ja. Aber das ist auch schon. Na super, da bin ich schon die ganze Zeit dabei, siehste. Tanja, ich wünsche dir alles Gute, ja? Vielen Dank, sehr nett von dir. Okay, vielen Dank. Tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. Dieser Gegenstand erregt mich, ihr Lieben. Das heißt, unser Thema, ich möchte gerne mit euch reden über Dinge, über Fetisch, Gegenstände, die euch wirklich radadoll machen, die euch sexuell richtig in Fahrt bringen. Vielleicht sind das Gegenstände, die euch mehr anmachen als ein Mensch oder menschliche Körperteile. Das heißt, wenn ihr diesen Gegenstand seht, wenn ihr ihn in die Hand nehmt oder was auch immer mit diesem Gegenstand macht, dann seid ihr voll auf Touren. Wenn ihr so einen Gegenstand habt in eurem Leben, dann wäre ich sehr interessiert daran, wenn ihr mir das erzählen würdet. Also 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Rolf ist hier. Rolf ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Rolf. Schön, dass du da bist. Ja, freue mich. Ich bin gespannt, was du erzählen wirst. Um welchen Gegenstand geht es? Ja, bei mir sind es die Füße. Die Füße? Ja. Ist ja nicht so richtig ein Gegenstand, aber ja, lassen wir mal gelten. Okay. Welche Füße? Von deinen Partnerinnen? Vorzugsweise Damenfüße, ja. Vorzugsweise Damenfüße. Erzähl mal ein bisschen, wie ausgeprägt ist das? Ja, es fing eben schon in der Pubertät an. Dass ich angefangen habe, mich nach Mädelsfüßen umzusehen, sag ich mal. Ja. Also ich habe hauptsächlich auf die Füße geachtet und das hat mich dann schon teilweise ein bisschen erregt. Ja. Und das hat sich eben im Laufe der Jahre etwas mehr ausgeprägt. Ja. Und also ich brauche jetzt wirklich Sex und mit Füßen. Also die Füße müssten eine große Rolle dabei spielen. Achso, das heißt also in dem Sexualspiel müssen die Füße gut eingebaut sein. Ja, genau. Ohne Füße läuft nichts. Ungern. Das heißt, du berührst die Füße von Frauen gerne? Ja. Du streichelst sie? Ja. Du küsst sie? Sehr gerne, ja. Sollen die Füße schön sauber sein oder sollen sie nicht richtig sauber sein? Ja, sie sollten sehr gut gepflegt sein. Sie sollten gut gepflegt sein. Ja. Ja. Und du hast es auch gerne, wenn die Füße einer Frau an dir etwas machen? Ja, ich hab's gern, wenn sie mich intim berühren. Ich nehme die Füße gerne in die Hand und streiche sie mir über den Körper, solche Sachen. Ja. Wie ist denn das so im Sommer? Da musst du doch ganz verrückt werden, wenn du durch die Straßen gehst und die vielen Mädels siehst, die vielleicht nur in kleinen Sandalen oder irgendwelchen Schlappen... Das ist wahnsinnig. Wenn ich im Straßencafé sitze und ich schaue mir die Mädels so an, also ich bin jetzt nicht der Typ, der auf dem Hintern guckt oder auf die Brüste. Ich gucke eigentlich immer auf die Füße. Mhm. Hast du eine bestimmte Vorliebe, wie die Füße sein sollen, wie die geformt sein sollen, welchen Nagellack vielleicht sie haben sollen? Also am liebsten natürlich, ohne Nagellack, gepflegt, von der Form her eher zierlich, gut geformt. Also, ja. Also einen ordentlichen Frauenfuß, Größe 42 wäre nicht dein Ding. Nicht unbedingt. Also zierlich sollte schon sein. Ja. Wie reagieren denn so deine Partnerinnen darauf, wenn die merken, auch in der Sexualität, dass du da sehr großen Wert drauf legst? Ja, viele sind ziemlich abgeschreckt davon. Mhm.
viele finden ihre Füße selbst eklig oder haben irgendwie halt generell ein Problem damit, dass jemand auf Füße steht. Schämen sich vielleicht auch, wenn du dich mit ihren Füßen beschäftigst. Dass die, ja, richtig, den Mädels unangenehm ist, ja. Die haben dann vielleicht Angst, die Füße werden nicht gepflegt genug oder ähnliches. Hast du im Moment eine Freundin? Nein, ich bin Single. Ja. Gab es denn auch schon mal unangenehme Situationen, dass eine Frau gesagt hat, nee, komm, das ist mir irgendwie ein bisschen pervers, habe ich keinen Bock drauf? Weniger. Also es wurde eigentlich bis jetzt immer toleriert. Mhm. Aber oft auch mit Widerwillen. Das heißt, die machen das denn dir zuliebe? Ja, quasi, könnte man so sagen. Bist du denn auch schon mal auf eine Frau gestoßen, die das auch selbst richtig toll findet und das auch mit großer Lust macht und sich mit den Füßen dir sehr hingibt? Ja, leider nein. Leider nein? Leider nein. Wie wäre denn das umgekehrt, wenn du auf eine Frau stoßen würdest, die auf deine Füße scharf ist? Das kommt darauf an, wie viel Vertrauen schon da ist. Also es ist sehr eine Vertrauensfrage eigentlich. Das heißt also, es wäre nicht so ganz, also wenn es eine gute Beziehung wäre, könntest du dir das auch vorstellen? Ja, hätte ich kein Problem damit. Mhm. Hast du den Eindruck, dass du, je älter du wirst, das ist ja oftmals so, wenn man so einen Fetisch hat, dass je älter man wird, desto mehr konzentriert man sich darauf und desto intensiver wird das auch. Ist das bei dir auch so? Ja, schon ein bisschen, ja. Mhm. Könnte ja auch mit der Angst verbunden sein, dass man irgendwie nachher nur noch Füße im Kopf hat und gar keine Brüste oder irgendwas anderes mehr. Ach, ich mag andere Teile auch schon ganz gerne. Das schon. Also ist alles noch ausgewogen und alles im grünen Bereich. Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube ja, wenn man sich so ein bisschen intensiv und intim mit Leuten unterhält, dass das ein Fetisch ist, den du da hast, den sehr, sehr viele Leute haben. Aber sehr wenige sprechen darüber und die meisten schämen sich, das auch zu sagen. Und wobei ich Füße mal so ein schlimmes Thema finde eigentlich. Du findest es nicht schlimm? Nö, ich finde eigentlich, man sollte viel offener drüber reden. Ja, das ist mir völlig klar, dass du das sagst. Ja. Aber das ist schon, glaube ich, so in der Sexualität nach wie vor schon irgendwie so ein bisschen tabuisiert. Das ist nicht so die Norm. Es entspricht nicht so der Norm, ja. Aber bei dir hört sich das gut an und ich finde, das ist auch gar nicht irgendwie extrem oder dass du dir da Sorgen machen musst. Genieß es ganz einfach. Jo, werde ich tun. Genieß die schönen Frauenfüße. Dankeschön. Lieber aus, alles Gute, auf Wiederhören. Jo, ebenso, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Jessica. Und Jessica ist 24 Jahre alt. Hallo Jessica. Hallo. Hallo. Liebe Jessica, welcher Gegenstand erregt dich besonders? Also das ist ein ganz komisches Thema. Mich erregt zum Beispiel... Ich war mit meinem Ex-Freund einmal in so einem Schloss oder ein großes Gebäude und da waren kalte Steine. Und da hat er mich dann langsam angefangen auszuziehen und das hat mich schon ein bisschen erregt. Ne? Diese kalten Steine und war hart, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber... Die kalten Steine in einem Schloss? Ja, genau. Dieses kalte und harte und... Das heißt, du hast auf dem Boden gesessen oder auf so Steinbänken? Ja, zuerst haben wir da drin gesessen, da waren auch Bänke und Stühle, haben wir erst drin gesessen, da hat er mich angefangen auszuziehen. Und hinterher war es dann gegen den kalten Stein, da habe ich dann irgendwie gemerkt, das ist ein bisschen, also das erregt mich irgendwie, ne? Jetzt habe ich nicht verstanden, war der kalte Stein auf dem Boden? Nee, erst saßen wir auf so einer Bank, das war, glaube ich, eine Holzbank oder so, daran kann ich mich erinnern. Und auf einmal, dann hat er mich hochgezogen und mich so ein bisschen an die Wand gedrückt. Ach so. Ja, und er hat mich irgendwie angefangen zu erregen, ne? Wo hast du denn den kalten Stein überall gespürt? Am Po, am Rücken? Am Rücken erst. Also er hat mich gegengedrückt, so am Rücken, am Po, ne? Und dann, da habe ich schon gemerkt, irgendwie ist das schon ein bisschen... Das heißt, du warst da schon nackt und dann hat er die nackte Jessica... Ja, ich war nicht ganz nackt. Ich hatte Stiefel an, Hohe. Er hat mir dann das Oberteil ausgezogen und die Hose ein bisschen runter und dann... Aber war schon ganz gut. Waren die kalten Steine so ein... Anmacher, kann man sagen. Ja, irgendwie schon. Wart ihr denn, Zusatzfrage, Zwischenfrage, wart ihr dann alleine in dem Schloss? Oder war das ganz alleine. Wie kam das denn? Also ich weiß nicht mehr, wo das war. Da waren wir bei einer Freundin zu Besuch. Und da hat sie irgendwie uns schon als Gebäude gezeigt und sagte, oh, komm mal rein, interessant. Und ich hab mich erst dafür gar nicht interessiert. Ja, aber irgendwie kam das dann und hat mich gegengedrückt und dann habe ich erstmal gedacht, das erregt mich ja jetzt, wie kommen das? Ich wusste das erst gar nicht. Okay, wenn man das so einmal erlebt hat, kann das ja so ein zündender Funke sein. Wie lange liegt dieses erste Erlebnis zurück? Oh, das sind jetzt 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Hast du denn seitdem immer irgendwie kalte Steine gesucht, wenn du Sex hast?
Das war so ein bisschen, also ich mag es ein bisschen beim Sex härter, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Also so ein bisschen, dass der Mann ein bisschen dominant ist und ich bin ein bisschen devoter sozusagen, ne? Ja. Ja, aber irgendwie ist ganz komisch. Aber ich habe schon eine Freundin drauf angesprochen und hatte schon mal gehört und. Aber es ist jetzt nicht so, nachdem du das entdeckt hast, dass du jetzt gezielt immer das so arrangierst, wenn du Sex hast, dass das auf einer kalten Steinplatte stattfindet oder dass dich dein Freund gegen eine kalte Mauer drückt, das ist nicht immer so. Nee, das war ja bis jetzt gar nicht. Ich wollte das schon gerne, aber ich dachte, das hört sich immer ein bisschen blöd an. Ach so. Ich habe auch damals viel gemacht. Ich habe damals als Prostituierte gearbeitet und da war ich aber auch schon Männer, die haben so komische Ideen gehabt und Gedanken. Da dachte ich, oh, das gibt's ja gar nicht, was die für Ideen haben. Mhm. Aber eben gerade, wo ich das Thema gelesen habe, da dachte ich irgendwie, ich habe da auch was, aber das ist auch irgendwie blöd. Ne? Das kennt auch irgendwie keiner. Nee, das habe ich, muss ich auch sagen, so auch noch nicht gehört. Ich stehe auf kalte Steine. Aber warum nicht? Ich würde dir nur wirklich dringend raten, wenn du das so ein bisschen an dir entdeckt hast, dass dir das gefällt, dann, Mensch, dann versuch es doch weiter, mach es doch. Ja, normalerweise ist das bei mir auch so, dass ich, wenn ich irgendwas gut finde oder was schön finde, dann sage ich das meinem Partner normalerweise immer. Ja. Auch wenn ich ein bisschen härter, mal dies oder mal das, oder wo ich was schön finde. Ja. Aber halt dieses irgendwie, ich stehe jetzt auf harte, kalte Steine, das hört sich immer ein bisschen komisch an irgendwie. Da weiß ich nicht genau, wie ich das sagen soll. Das hört sich komisch an, in der Tat. Aber warum? Also im Bereich Sexualität wissen wir ja mittlerweile, dass es da nichts gibt, was es nicht gibt. Ja. Und wenn dein Partner das mitmacht, ist das ja alles immer in Ordnung und gut und auch schön. Ja. Also, ich wünsche dir viele kalte Steine demnächst und guten Sex auf sehr kalten Steinen. Oh, das ist lieb von dir. Alles Liebe, Jessica. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön, ja? Tschüss. Gut, tschüss. Hier ist Mirko. Mirko ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Mirko. Hi. Ja, du rufst mich auch zu unserem Gegenstandsthema an. Ja, und zwar mein Gegenstand ist Nylons, dann Strumpfhosen. Nylonstrumpfhosen? Ja. Ja. Die du selbst anziehst, oder? Ich ziehe sie selber an. Die ziehst du ja. Wie lange machst du das schon? Ich habe in der Pubertät mal so eine Erfahrung gemacht. Ja. Ich habe mich halt immer bestrumpfte Beine interessiert. Ja. Wollte ich das selber mal probieren. Ja. Da habe ich meine ersten Erfahrungen damit gemacht und das hat mir eben gefallen. Ich habe auch mit gleichaltrigen Jungs Spaß damit gehabt. War nur jetzt lange Zeit, jahrelange Ruhe. Stopp, das habe ich nicht verstanden. Du hast mit gleichaltrigen Jungs damals Spaß zusammen mit den Nylons gehabt? Ah, genau. Was heißt das? Ihr habt alle die Nylons angezogen, oder wie? Nee, ich. Und ich habe mich eben verführen lassen. Du hast dich dann von den Jungs verführen lassen? Ah. Das waren aber so Pubertätsspiele. Ah, genau. Ja. Nun bist du heute 40 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Wie lebst du? Bist du in einer Beziehung oder bist du Single? Nee, wieder Single. Aber du warst mal in einer Beziehung? Ah. Mit einer Frau oder mit einem Mann? Mit einer Frau. Da habe ich das mal versucht, klar zu machen. Ja, also nicht direkt, dass ich Strumpfhosen trage, sondern was ich davon hält. Heutzutage ist da alles weltoffen. Und wenn ein Mann Strumpfhosen tragen würde. Ja. Ja, und da hat sie das verneint und es war abartig und so. Ach so. Und das heißt, da habe ich nur meinen Drang freien Lauf gelassen. Und da haben wir uns erstmal vorübergehend getrennt. Ja. Wie lange warst du denn mit der Frau zusammen? Fast 3 Jahre. Wie viel? 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Also hast du es bisher vor deinen Beziehungen, da waren ja wahrscheinlich noch mehr Beziehungen vorher. Ja, genau, mit Frauen. Hast du es immer geheim gehalten? Ja. Mhm. Wann ziehst du denn diese Nylon-Strumpfhosen an? Meistens, wenn ich nach Hause komme, da verspüre ich den Drang. Mhm. Und mir an. Und wenn ich auch manchmal fortgehe, oder ein Jeans und so. Ja, also wenn du nach Hause kommst von der Arbeit zum Beispiel? Ah, genau. Was machst denn du beruflich? Ja, ich mache so Nebenjobs ja erstmal. Ja, also verschiedene Jobs halt. Ah, was ich gerade anbiete. Dann ist das für dich was Schönes, sich vorzustellen, ich bin gleich zu Hause, Arbeitsklamotten runter und die Nylons an und ein Fläschchen Bier dazu und Fernsehen gucken oder weiß ich was. Ja, ich habe auch schon Männerbesuch gehabt. Ach so, also ja. Einen Chat ausgesucht. Ja. Offen.
Ja. Ich fühle mich dann eben als Frau. Ich ziehe mal BHs, Slip oder Strumpfhosen an. Ach so, das sind nicht nur die Nylons, sondern auch noch andere Sachen, Frauen, Dinge, die du gerne anziehst. Ja. Ah ja. Wenn du die anziehst, bleiben wir mal bei dem Beispiel, wenn du alleine bist und die Sachen anhast. Nylonstrümpfe, ein BH und so weiter. Ist das für dich sexuell erregend? Ja. Mhm. Also ohne Nylons könnte ich gar keinen Sex mehr machen. Soweit ist es schon. Sieht mir jetzt schon über ein Jahr bald. Ja. Das heißt, da ich das mit einer Frau nicht ausleben kann, mache ich das gerne. Ach so. Das heißt, du würdest viel lieber das mit einer Frau ausleben? Ah, genau. Das funktioniert aber nicht, weil du auf keine offene und tolerante Partnerin gestoßen bist bisher. Nee. Und dann machst du es lieber mit Männern. Ja. Sind das homosexuelle Männer oder bisexuelle Männer, die zu dir kommen? Das sind bisexuelle. Und du bist dann in der Rolle der Frau? Ja. Weil du so angezogen bist und fühlst dich in dem Moment dann auch Frau. Ich fühle mich dann auch. Und es kommt dann wirklich zum Geschlechtsverkehr auch? Ja. Ja. Ist das denn, gefällt dir das, wenn so Männer da sind, wenn das eigentlich gar nicht so dein Ding ist? Nee, solange ich meinen Spaß habe, wenn sie dann wieder weg sind, dann denke ich auch drüber nach. Da hätte sie das erst wieder nicht angefangen mit den Neigungen. Mhm. Also, gehe ich mal davon aus, wenn du in den vielen Jahren diese Leidenschaft hast, dass dein ganzer Kleiderschrank oder eine ganze Menge, zumindest ganz viele Schubladen, voll sind von verschiedenen Frauenkleidungsstücken bei dir, inklusive Nylons. Nee, also jahrelang geht es ja nicht. Da war jetzt eine lange Zeit Pause. Aha. Und vor einem Jahr hat es angefangen wieder. Da hatte ich mal den Drang danach. Ach so, da war Pause. So hatte ich es gerade nicht verstanden. Ich dachte, du hättest es immer so heimlich praktiziert. Nee. Wie lange war Pause? Jahr. Ungefähr. Ach so, ja. Ach so, dann ist das noch relativ jetzt neu wieder rausgebrochen. Ja, genau. Ich verstehe. Es fing mit der Pubertät an, dann war Pause und dann ist es wieder rausgebrochen. Ja, genau. Hast du denn Sorge, dass du sagst, ich kann gar keinen Geschlechtsverkehr mehr ausüben oder keinen Sex haben ohne Nylonstrümpfe? Angst, dass dich das sexuell und vielleicht sogar in deinem ganzen Leben isolieren könnte? Ja, vielleicht doch, ja. Mhm. Also wie du es mir erzählst, klingt es schon für mich auch etwas bedenklich. Du praktizierst deine Sexualität, die eigentlich gar nicht so deine ist, so hast du es ja gerade gesagt. Ja. Und kannst es eigentlich nur noch mit Nylons machen, sonst macht es dir keinen Spaß? Wie erklärst du dir, dass das 20 Jahre in dir geschlummert hat und nicht rausgekommen ist? Ja, kann ich mir selber nicht erklären. Das kam mit einmal war es weg und dann mit einmal kam es wieder. Mirko, mich schränkt das Gespräch insofern ein bisschen an, weil die Leitung sehr schlecht ist. Ich weiß nicht, ob man das draußen auch hört, aber auf meinem Kopfhörer durch die Verstärkung erscheint mir die Leitung sehr schlecht. Ich würde gerne dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Sabine, anbieten. Da könnt ihr dann in Ruhe reden, weil wenn du das Gefühl hast, dass dich das zu sehr isoliert auch in deinem Leben, finde ich schon, dass man irgendetwas tun sollte. Okay. Ihr könnt ja mal beide in Ruhe drüber sprechen und dann kannst du ja sowieso selbst entscheiden, was du dann machen möchtest. Ja? Alles klar. Dann legst du bitte auf und die Sabine, die ruft dich gleich an, meine Psychologin. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ciao. Die war aber wirklich anstrengend, die Leitung, ne? Finde ich zumindest. Hier ist Klaus. Klaus ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen. So, das klingt doch schon mal klar. Klar, als würdest du nebenan sitzen. Das freut mich. Übrigens, zwischendurch mal Hinweis, wenn ihr ein Festnetz habt, ruft bitte per Festnetz an. Festnetz ist immer besser als mit den Mobilfunkleitungen. Und der Klaus macht bitte seinen Fernseher und sein Radio den Ton ganz weg. Ja, mach ich. Sonst haben wir nämlich noch einen Schall wieder hinten drauf. So, der Ton ist weg, Klaus ist da. Jo. Klaus, welcher Gegenstand erregt dich besonders, sehr stark? Tampons.
Tampons. Jawohl. Das ist aber auch ungewöhnlich für einen Kerl. Ja, und zwar speziell Tampons meiner Freundin, meiner jetzigen, beziehungsweise auch der Freundin der anderen. Es kann halt, ja, sag ich mal, nicht jede Frau kann damit umgehen, aber ich habe jetzt eine ziemlich intime, feste Beziehung. Ja. Und ja, es wird toleriert, eben mehr toleriert als akzeptiert. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht auf ungetragene, saubere, reine Tampons stehst. Leider nicht. Warum sagst du leider? Ja, ich meine, dann könnte ich mir ja quasi ein Stück Watte hinlegen und so tun, als ob. Ja, also ich hätte gerne oder ich gucke schon, dass die benutzt sind. So, nur wenn viele Leute denken, ich denke es auch, das ist ja eigentlich eine eklige Angelegenheit. Ja, deswegen fällt es mir auch eigentlich schwer. Ich meine, jetzt der Herr vorher mit den Nylonstrümpfen oder mit den Füßen, so hat jeder Außenstehende oder der halt keinen so extremen Fetisch hat, wahrscheinlich dann auch wenig Verständnis dafür. Ne? Ja. Okay, aber unsere Sendung heißt ja so, insofern können wir da auch offen drüber sprechen und das ist dann auch hier ohne Tabu. Wie lange ist das schon so? Wann hast du das zum ersten Mal bemerkt? Seit ungefähr 10 Jahren knapp. 10 Jahre. Ich meine, es ist ja so im Alter, es entwickelt sich so eine man hat die gewisse Lebenserfahrung und ja, dann guckt man dann schon so, das hat sich schon so langsam entwickelt, ja. Da guckt man auf spezielle Sachen. Ja, ich habe das damals, hat die damalige Freundin das liegen gehabt, das war eingewickelt in Toilettenpapier, sie hat das liegen lassen, ich habe das ausgepackt und ja, ich fand eigentlich nichts Extremes dann dabei. Und dann habe ich also schon gemerkt, es war warm, lag mir zu lang da, es war blutig und ja, es hat gerochen und das hat sich so eingeprägt, das fand ich ziemlich erregend. Ja, das heißt, das hat dann direkt eine erregende Wirkung genau. auf dich gehabt. Genau. Hat dich das erschreckt in dem Moment? Weil es ist ja nur wirklich äußerst ungewöhnlich und Es hat mich hinterher erschreckt, ja. Ich glaube, dass man dann hinterher dann erst feststellt, eigentlich, was man, ich will jetzt sagen, was man da getan hat, aber das, man ist doch schon mal überrascht. Ich war schon überrascht. Ich kann mir schon denken, was du gemacht hast. Stimmt das, was du gemacht hast? Ja. Ja. Du hast also masturbiert. Genau. Ja. Ich habe deswegen masturbiert, weil in der Zeit in der Regel die Frau halt nicht mit mir verkehren wollte. So, jetzt hast du gerade gesagt, am Anfang, du stehst auf die Tampons deiner Freundin? Jawohl. Und auch von der Freundin deiner Freundin? Nein. Nee, dann habe ich es gerade falsch verstanden. Also nur deine Frau. Die Frau muss in der Beziehung sein. Ich suche mir auch keine anderen aus irgendwelchen, ja, ich sag jetzt mal, Entsorgungseimern etc. Wie sie ja dann, nein, das nicht. Ich ja, dann habe ich das falsch verstanden am Anfang. Wie lange bist du mit deiner jetzigen Freundin zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre. Hast du ihr das von Anfang an offen gestanden? Nein. Nein, nein, ich wollte sie nicht erschrecken. Ja, seit wann weiß sie es? Sie weiß es seit ungefähr, 3,5, 4 Jahre ungefähr. Na, immerhin. Das ist ja doch schon lange. Wie hat sie denn, ich könnte mir vorstellen, dass da auch sehr viele Frauen sehr irritiert, wenn nicht abweisend reagieren. Wie hat deine Freundin reagiert? Ja, am Anfang erst einmal hielt sie mich für einen total Perversen und hat dann auch nachgefragt, was ich denn noch so auf Lage hätte oder wie die Vergangenheit dann ausging. Also noch intimer nachgefragt. Und aber irgendwann wurde das dann auch toleriert. Ne? Sie hat mir auch dann auch mal so lustigerweise ihre Binde, so diese Tagesbinde, die Sleep-Einlage angeboten, aber das war mir nicht genug. Das war dir nicht genug? Nein. Nun versuchen wir uns mal ein bisschen noch die ganze Sache vorzustellen. Wir wollen nicht zu unappetitlich werden, aber ein bisschen will ich dich noch befragen. Bitte. Wie sieht denn das aus jetzt so im Alltag? Gibt deine Freundin sie dir oder wie oft passiert das? Was machst du dann? Ja gut, da wir ja beide berufstätig sind und sich dann abends auch sieht und ich warte jetzt auch nicht auf den Zyklus, dass ich jetzt sage, also mir sind die anderen 3 Wochen oder 3,5 Wochen, die sind mir zu langweilig. Ich arbeite jetzt speziell auf diese Woche hin, auf die Menstruationswoche, so ist es natürlich nicht, aber ich frage sie dann schon und ich muss da aber auch öfters mal verzichten, weil sie dann auch schon, je nachdem wie die Stimmung ist, sie dann natürlich auch so entsorgt, dass ich nicht dran komme. Ne? So, jetzt stellen wir uns vor, sie gibt sie dir oder sie hinterlegt sie im Badezimmer irgendwo. Ja.
Ja, wie geht das? Gibt sie dir so richtig von Hand zu Hand oder legt sie irgendwo hin? Nein, da ist ja schon ein Charme dabei. Es ist auch etwas extrem, ja, sag ich, Intimes, Persönliches. Sie legt sie mir dann auf Toilettenpapier. Ach so. Und dann gehst du alleine in das Badezimmer? Ja, ja. Und dann in dem Badezimmer onanierst du? Jawohl. Hm. Und hast die Dinger in der Hand währenddessen? Ja, ja. Und ich rieche dran. Hm. Und deine Freundin ist dann nebenan im Schlafzimmer oder so? Ja. Genau. Und wenn du dann rauskommst aus dem Badezimmer, was macht ihr dann miteinander? Also am Anfang hat sie mir gefragt, wie war's? Ja, also das klang dann fast schon so, als ob ich fremdgegangen bin. Ja. Und hat sie das mit Humor gesagt oder ernsthaft gesagt? Es war teilweise ernsthaft, das ist dann humorvoller geworden. Hm. Und mittlerweile zum Glück auch ist es so ein fester Rhythmus geworden. Also es ist ein Ritual in eurem Zusammenleben. Ritual, genau, quasi. Ein Ritual geworden. Das heißt, Sexualität, ja. Das heißt, sie ist da völlig locker mittlerweile. Genau. Ihr habt euer kleines Ritual, sie legt es da hin, du gehst rein, du hast deinen Spaß im Badezimmer, du kommst wieder raus und sie sagt, wie war's? Ja. Und man trinkt einen Wein zusammen oder so. Ja, genau so. Das ist ja verrückt, habe ich noch nie gehört. Ja. Das hört man ja auch nicht. Kein Mensch erzählt einem das so im privaten Kreis. Um Gottes Willen. Nee, das hast du wahrscheinlich auch noch nie jemandem erzählt. Nein, ne? Nein, darf ich auch nicht. Nee, nein. Das ist ja auch... Nein, da, ich habe mich ja noch niemandem anvertraut. Das ist eine Sache, die findet zwischen uns statt. Und bei ihr ist es ähnlich. Umso mutiger, dass du hier bei mir anrufst und immerhin in einer großen Öffentlichkeit darüber redest. Ja. Ich gucke deine Sendung jetzt auch schon die ganze Zeit. Mhm. Und und wenn ich höre, wie andere sich offenbaren, dachte ich mir, es ist ja auch Teil am Telefon, Teil des Anonymen. Das ist Anonymer, ja, natürlich, ja. Mich mitteilen. Ne? Es ist ja auch, natürlich, da werden viele Leute denken, wie unappetitlich. Aber andererseits, wenn es so ist, dann ist es so. Und wenn deine Freundin auch noch damit einverstanden ist, dann ist es auch okay. Ja. Kann man wirklich nichts gegen sagen. Wir versuchen das dann auch nach dem Ritual, dann wird auch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Ich habe auch noch nicht gefragt, ob sie dann denkt, ich gebe dir lieber meine, bevor du dann irgendwo suchst, dir, ich weiß nicht, vielleicht dann bei der Freundin in der Tonne wühlst. Mhm. Ja. Das hat sie noch nie gefragt, ob du auch auf einen, nein. Nein, nein. Mhm. Danach schmeißt du sie dann weg? Ja. Da. Also du quasi benutzt sie in Anführungszeichen noch einmal und dann ist gut. Genau. Mhm. Schränkt das eure Sexualität, die du mit deiner Freundin hast, in irgendeiner Weise ein? Nein, auf keinen Fall. Das ist eine ganz komplette Parallelwelt zu der Beziehungswelt. Ja. Mhm. Aber die Beziehung wurde dadurch, glaube ich, auch, weil das etwas ganz Spezielles, etwas Vertrautes ist und auch vielleicht nicht alltäglich, hat es auch unwahrscheinlich gestärkt. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Es gäbe sicher manche eine Frau, die das so ekelhaft findet, dass das auch dazu beitragen würde, dass eine Beziehung vielleicht sogar auseinandergeht oder gar das nicht erst zustande kommt. Das habe ich so kennengelernt, ja. Ah ja, also mit Frauen davor. Ja. Mhm. Da ist das jetzt die jetzige Freundin, die erste, die das so locker hinnimmt? Ja. Mhm. Ist ja für dich dann optimal. Genau, und deswegen ist auch, ich will jetzt nicht sagen, wenn man sich streitet oder wenn halt mal, graue Wolken über die Beziehung, über der Beziehung stehen, dass man dann sagt, okay, ich muss sie mir halten, weil sie teilt meinen Fetisch. So ist es zum Beispiel nicht, aber man ist da schon vorsichtiger, weil man weiß, was man verliert. Ne? Verstehe. Hat sie denn auch irgendetwas Absonderliches, sage ich mal? Nein, völlig normal. Könntest du denn, ich meine, ich will jetzt nichts konstruieren, könntest du mit etwas Ähnlichem, was immer das auch sein mag, könntest du damit umgehen, wenn sie das machen würde? Ja. Ja, da ist schon die Toleranz klar. Ja. Mhm. Ja, optimal. Optimale Konstellation bei euch, Klaus. Ich bin sehr glücklich. Ja. Ich bin sehr glücklich. Ich höre es schon, ja. Hast du, das frage ich mal gerne, weil das oftmals der Fall ist und ich das auch interessant finde. Ist das so ein gleiches Level oder merkst du auch, je älter du wirst, dass du immer verrückter darauf wirst, dass du es immer mehr haben möchtest? Es ist ein Grenzgang so. Nein, im Moment nicht. Es gibt bestimmt das eine oder andere, aber was man so in der Fantasie hat, man muss nicht alles ausleben. Das ist ein guter Satz. Den finde ich auch. Man muss ich nicht auch. Alles ausleben. Die Fantasie kann teilweise auch genügen. Mhm. Das finde ich auch. Das ist so ein guter Satz, dann lassen wir den einfach mal am Schluss unseres Gesprächs stehen. Okay. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir und deiner Freundin alles Gute. Okay, wünsche ich euch auch. Dankeschön, Klaus. Ja. Tschüss. Tschüssi.
Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt, dieser Gegenstand erregt mich. Wenn ihr auf ungewöhnliche oder absonderliche Dinge steht, so wie wir es gerade beispielsweise von Klaus gehört haben und ihr mir davon erzählen wollt, hier im Radio und im Fernsehen, dann meldet euch bei mir. Ich freue mich drauf. Meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Tobias ist hier. Tobias ist 26 Jahre alt. Hallo Tobias. Nee, nicht Tobias, was rede ich? Peter. Hallo Peter. Hallo Domian. Hallo Peter. Jetzt habe ich einen Tobias aus dir gemacht. Kein Problem. Peter, 26. Genau. Was ist es bei dir? Mich erregt ein Pferdesattel. Ein was? Pferdesattel. Ein Pferdesattel. Genau. Also ein bestimmter oder generell Pferdesattel? Mehr oder weniger ein bestimmter. Ich muss dabei sagen, ich bin im Moment in einer ziemlich festen Beziehung. Ja. Meine Freundin und ich stehen auf SM. Ja. Speziell diese Reiterspiele. Ach so, daher wird der Wind. Ja. Mhm. Also wir hätten beide gerne ein echtes Pferd, aber das ist im Moment leider nicht drin. Ist eine teure Sache. Ist zu teuer. Mhm. Mhm. Und ja. Habt ihr euch erstmal einen Sattel gekauft? Ja, wir sind dann, ist folgende Sache, SM ist ja was mit Schmerzen und ja gut, wir haben es bei einer Bekannten von meiner Freundin vor ein paar Monaten mal irgendwie ausprobiert, dass sich halt meine Freundin hinkniet, so als ein Pferd, und dass ich den halt den Reiter nehme. Ich darf sie nicht auf den Rücken nehmen, weil ich was am Rücken habe. Mhm. Deswegen hat sie den Part übernommen. Mhm. Und wir haben uns dann halt überlegt, zum Pferd gehört irgendwo auch ein Sattel. Mhm. Und haben uns dann im Sexshop mal schlau gemacht, ob man nicht so ein Ding irgendwo besorgen kann. Ach so. Und die haben uns dann so ein Ding bestellt. Gesagt, getan? Bitte? Gesagt, getan? Genau. Und die haben dann einen richtigen Pferdesattel oder so einen? Nein, ist ein bisschen abgespeckt. Also die richtigen Pferdesattel, die wiegen ja, haben ja ein richtiges Gewicht. Ja. Und wenn man den mit drauflegt, dann ist das Gewicht. Kracht die arme Freundin zusammen. Ist das Gewicht zu groß. Also so. Von daher haben wir uns dann über einen Sexshop dementsprechend eine abgespeckte Variante besorgt, die ein bisschen. Einen kleinen Pferdesattel. Genau. Der die Farbe hat? Braun. Braun. Ja. So. Und dann habt ihr das Ding irgendwann dann in entgegengenommen, was wahrscheinlich eine aufregende Sache war. Ja, war richtig aufregend. Den auszupacken, der war wahrscheinlich eingepackt. Ja, tierisch eingepackt. Der kam mit dem Kurierdienst. Ja. Und die haben den eingepackt, als das irgendwo ein super zeitberechtigtes Ding war. Allein das Auspacken war schon, eine hocherregende Sache. Ja, genau. Ja. So, jetzt ist das Ding ausgepackt. Der kleine Pferdesattel ist ausgepackt. Mhm. Was ist dann passiert? Jo, dann haben wir den natürlich sofort ausprobiert, ne? Das heißt, deine Freundin musste sich nackig machen? Ja. Dann hat die sich so hingehockt und genau. Du hast den Pferdesattel auf ihren Rücken gepappt? Genau. Und hast dich draufgesetzt? Genau. Also mehr oder weniger ganz, wirst du dich ja nicht draufsetzen können, ist es auch so schwer für deine Freundin. Na, das geht ganz. Das schafft sie wohl. Zwar nicht lange, aber eine gewisse Zeit schon. Und bewegt sie sich dann auch fort? Oder? Ja, ein Stück. Zwar ziemlich langsam, aber... wie man sagt, langsam erregt. Setzt du dich dann auch nackt auf den Pferdesattel? Ja. Ja. Also wir sind jetzt am überlegen, dass wir uns da halt noch irgendwo die passende Lederdings zu besorgen, aber da müssen wir mal gucken, dass wir das Geld erstmal zusammenkriegen. Ja. Wie hat man sich das vorzustellen? Sprichst du dann auch mit deinem Pferd, in Anführungszeichen, oder? Ja. Ja. Ich gebe ihnen so die Kommandos wie beim echten Pferd und doch, das klappt eigentlich ganz gut. Und hast du auch eine Pferdepeitsche? Wie gesagt, Peitsche und sowas kommt jetzt in den nächsten Monaten. Ach so, man muss erstmal gucken, dass man wieder ein bisschen Geld auf die Seite legt. Genau, alles nacheinander. Der Sattel war nämlich schon ziemlich teuer, aber naja, mein Gott. Wie teuer war er? Knapp 400. Ja, 400 Euro. Ist echtes Leder? Echtes Leder. Echtes Leder. Unten drunter noch ein bisschen mit Schaumstoff. Damit, wow. Hat nicht jeder. Nö. Nee. Aber naja, das ist halt unser... irgendwo, ja, Hobby, wie man es auch immer formulieren will, ne? Jetzt hast du es, Peter, das hast du jetzt relativ neu entdeckt, ne? So wie du es erzählt hast. Ja, das ist noch relativ neu. Und du würdest wirklich sagen, dieser Pferdesattel ist für mich der ultimative Erregungsgegenstand. Ja, wie gesagt, wenn man den sieht, dann dauert es nicht lange dann. Ist es denn vielleicht auch so, dass diese direkte Berührung, dass du nackt auf diesem Pferdesattel sitzt, dass deine Geschlechtsteile das Leder des Sattels berühren, ist das auch irgendwie so ein Ding, was dich... Ja, doch.
jeden Fall. Ja. Und auch irgendwo, ja, das Gefühl, ja, ich sag mal so, ist zwar nur nachgestellt, aber wie irgendwie bei so einem echten, wie beim echten Pferd, ne? Mhm. Die Kommandos und. Ach so, genau. Diese ganz, das ganze Spielchen, was ja, dazu gehört. Genau, das, mhm. das ist alles irgendwie mit dabei. Das heißt, wenn du alleine, nehmen wir mal an, wir würden den Pferdesattel auf irgendeinen Holzbock legen und du würdest dich draufsetzen, das wär nur die halbe Freude. Ja, das wäre wirklich nur das halbe Ding. Ja. Also dieses ganze, ja, alles drumherum, das ist es irgendwo. Das ist es. Das heißt also, in nächster Zukunft, wenn wieder ein bisschen Kohle da ist, kommen alle Accessoires, die man so braucht, zum Reiten. Genau. Und dann habt ihr euren Spaß. Wie ist es denn für deine Freundin? Ist das für die genauso spaßig wie für dich? Ja. Ja. Sonst hätte sie sich damit sicher nicht drauf eingelassen. Ja. Ich stelle mir das gerade immer noch vor, wenn du auf... Wie groß bist du? Ich bin knapp 1,70. 1,70? Und wie schwer? Sagen wir mal zwischen 65 und 70. Okay. Und deine Freundin ist auch eher so zierlich gebaut oder eine starke Frau? Ja, ich sag mal so 1,80 und hat gut, sagen wir mal gut 80 Kilo. Achso, dann ist ein bisschen kräftiger als du. Ja, das heißt, du kannst guten Gewissens auf ihr draufsitzen. Dann. Ja. Macht dir das weiter nichts aus? Nee, also wenn sie zu zierlich wäre, dann hätte ich sicher gesagt, ist nicht. Klar. Dass die irgendwie da was am Rücken kriegt, das muss ja nicht sein. Das wollen wir nicht haben, das ist völlig klar. Wie lange weißt du denn schon, du bist 26, wie lange weißt du schon, dass du so auf so doch auch ungewöhnliche oder etwas härtere SM-Praktiken stehst? Ja, also, dass ich da mit den Gedanken schon mal häufiger gespielt habe, ich sag mal so ab dem 20. Lebensjahr. Mhm. Aber so richtig da irgendwie ausprobiert, ist jetzt wirklich irgendwie seit kurzem. Ach so, also, das ist eine neue Entdeckung, alles. Ja, das ist mehr oder weniger alles neu. Wie gesagt, das ist dann vor ein paar Monaten bei einer Freundin von meiner Freundin irgendwie mal ein Abend in seiner Bierenlaune gewesen. Ich weiß nicht, irgendwie mit mehreren zusammen einfach Spaß gehabt und ja, komm, lass doch mal probieren und ja. Ach so, das war so eine Gruppensex-Szene, wo das zum ersten Mal so gemacht wurde. Ja, nicht, also. Das war die Freundin von meiner Freundin mit ihrem Freund und wir. Ja. Und wir haben dann einfach abends so ein bisschen rumgealbert und irgendwann, na komm, lass doch mal probieren. Und wo wir dann wieder bei uns waren, ja, haben wir gedacht, ach ja, komm, probieren wir es doch einfach mal in den eigenen vier Wänden. Ja. Und da haben wir beide so viel irgendwie Spaß dran gehabt, dass wir dann gesagt haben, komm, das ist es. Wo wird der Pferdesattel aufbewahrt? Wir haben oben auf dem Kleiderschrank so einen kleinen Hauskabuff noch mit oben drüber und da ist er drinne. Da ist er versteckt? Da ist er versteckt. Also, das heißt, du schleichst manchmal um den Kleiderschrank und denkst, oh, da oben ist der Sattel? Ja, so hin und wieder kommt das vor. Hoffentlich können wir ihn bald wieder einsetzen. So hin und wieder kommt das mal vor. Ja. Es ist ja halt auch immer irgendwie formempfänglich von der Freundin, ne? Na klar. Nicht jeder Tag ist gleich und... Aber nochmal so zu dem Prozedere. Ja. Du sitzt auf ihr drauf, auf dem neuen Pferdesattel. Ja, ja. Sie versucht sich ein bisschen durch die Wohnung zu bewegen und du gibst die Anweisungen. Dich erregt das tierisch, sie erregt das auch tierisch. Mhm. Wann und wie kommt es dann zum Geschlechtsakt? Ja, das ist, ich sag mal so, wie die letzten Male war das mehr oder weniger so immer das Vorspiel. Mhm. Und dann, wenn wir gemerkt haben, wir sind beide irgendwo kurz davor, dann geht's halt. Dann geht's los. Dann wird der Sattel abgeworfen genau. Und dann genau. Ran an alles. Genau. Also Peter, ja? Du wolltest noch was sagen? Nee, hatte ich jetzt nicht. Dann danke ich dir für deinen Anruf und für die offenen Worte und wünsche dir und deiner Freundin alles Gute und viel Spaß mit dem Pferdesattel. Okay, alles klar. Okay, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, zu unserem Thema. Dieser Gegenstand erregt mich. Petra ist hier. Nee. Da habe ich mich jetzt gerade vertan. Hier ist Petra. Petra, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Petra, guten Morgen. Ja, ist erstmal ganz komisch jetzt mit dem Telefon und Ton aus. Ich wusste jetzt gar nicht, dass ich dran bin. Ja, gut. Jetzt bist du dran und wir beide unterhalten uns. Ja, und ich bin erstmal sehr aufgeregt, ja. Das macht gar nichts. Das ist gleich vergessen, ich sag's dir. So, du hast mich angerufen zu unserem Thema mit dem Gegenstand. Ja.
Also ich denke, das habe ich in deiner Sendung auch noch nicht gehört. Die gucke ich ja auch schon Ewigkeiten. Ja, also ich werde erregt, wenn ich über den Fernseher irgendwelche Kochsendungen sehe, durch die ganzen klappernden Geräusche. Und da kriege ich eine Gänsehaut und so weiter. Und seit kurzem erst, seit ich im Fernseher am Bett habe, habe ich und mal Vaseline daneben liegen hatte. Ich denke, das erregt mich. Und dann habe ich mal erst mal onaniert dabei und gemerkt, dass ich dadurch wirklich erregt werde. Und leicht zum Orgasmus kommen, weil ich in früheren Beziehungen auch, also immer Schwierigkeiten mit Sex. Ja. Und jetzt bin ich lange, lange schon solo und jetzt habe ich den Sex quasi dadurch wieder entdeckt. Also wir halten mal fest, was du gerade gesagt hast. Nicht, dass das irgendwie untergeht. Ja. Dich macht es geil, wenn du eine Kochsendung im Fernsehen siehst und die klappern da mit den Tellern und mit den Pfannen und mit den Kochlöffeln und weiß ich was rum. Ganz genau. Je mehr gerappelt und geraspelt wird und besonders mit dem Löffel in der Pfanne und das, ja, gehört alles da. Also es muss was passieren. Manchmal auch das Kochen selber, aber meistens durch die ganzen Geräte. Also das ist ja abgefahren. Also nun bin ich überhaupt kein Gucker von Kochsendungen, weil ich kein Koch bin. Ich mag nicht gerne kochen. Aber wir haben ja eine Flut von Kochsendungen im Fernsehen. Ja, das ist schön. Ja, für dich ist das wunderbar. Welche Kochsendung macht dich denn am meisten an? Ja, ich gucke ja oft dann am Nachmittag, da laufen dann auf dem Südwesten oder WDR so teilweise hintereinander ein paar Sachen und so. Und so lange, dann gehe ich in mein Bett und mache Fernseher an, ab unter die Decke. Und ja, ich bin auch arbeitslos, also ich habe auch dementsprechend viel Langeweile und kann mir, erlaube ich mir, obwohl am Anfang ist es mir, ich denke, das kannst du ja nicht machen, das ist ziemlich dekadent, aber... Wir gehen mal so ein paar Namen durch. Also wie ist es jetzt zum Beispiel bei Alfred Biolek und seiner Kochsendung? Ja, also es ist natürlich nicht bei jedem, kommt ein bisschen auch auf die Leute drauf an. Also Tim Melzer gucke ich gerne als Koch, aber der ist mir zu hektisch und der labert zu viel. Also, also viel ist ja immer los bei Johannes B. Kerner, weil da so viele Leute kochen und Action ist. Das muss doch für dich ein Traum sein, oder? Ja, ist da nicht so wirklich, ja, gucke ich gerne, aber dann sitze ich meistens auf der Couch, dann kommt drauf an. Aber doch ist schon ein Traum mit, ja. Also da passiert viel und so, doch. Sonst weiß ich es gar nicht, was gibt's noch für Kochsendungen? Jeden Nachmittag eigentlich unterschiedlich. Lea Linz da, die erklärt dann auch mal viel dabei und dann hat die dann ihre Lehrlinge noch mit dabei. Und dann, also wir halten mal fest, es liegt wirklich nicht an den Moderatoren oder an den Köchen in erster Linie. Es liegt daran, was die da machen und es liegt hauptsächlich an den Geräuschen. Ja, genau. Und je weniger die quatschen, umso besser für dich, weil du die Geräusche richtig hören kannst. Ja, würde ich sagen. So kann man sagen. Mhm. Und es ist auch völlig egal, was die da kochen. Ja, das ist schon egal. Also Hauptsache, es entstehen viele Geräusche dabei. Wie ist das denn, wenn so ein Brutzeln zu hören ist aus der Bratpfanne? Das auch? Ja, dann mäßig. Also eher halt nur wirklich, wenn das Geschirr zu hören ist. Das Geschirr zu hören ist und alles, ja. Das ist ja völlig abgefahren, Peter. Ja, habe ich auch noch nicht gehört. Nein. Deswegen habe ich gedacht, passt gut rein. Ich würde mal fast sagen, ich weiß es überhaupt nicht, dass du die einzige Frau in Deutschland bist, die so empfindet. Ich weiß es nicht, vielleicht rufen gleich viele empört und sagen, Mann, ich auch. Aber ich glaube, das ist schon sehr ungewöhnlich. Zumindest gehörst du zu einer Minderheit, das kann man so sagen. Hattest du denn früher auch schon mal irgendwie so eine ungewöhnliche Art, die dich irgendwie irgendwas Ungewöhnliches, was dich angetaunt hat? Naja, also eigentlich sowieso, Sex war immer schwierig, das ist mir immer schnell langweilig geworden. Also ich meine, da steckt auch eine andere Problematik dahinter. Also ich bin leidenschaftliche Bulimikerin. Kommt jetzt nicht so schön rüber, ist auch viel zu weites Thema, aber ich liebe trotzdem Essen und alles, was damit zusammengehört. Und wenn wenn ich wählen könnte zwischen Sex und Essen, dann habe ich immer das Essen genommen. Also, Also leidenschaftliche Bulimikerin klingt ein bisschen verharmlosend. Aber wir wollen es nicht vertiefen, das ist ja auch nicht unser Thema heute und ich merke ja auch, dass du das gar nicht so gerne möchtest, darüber das jetzt weiter... ich fand das jetzt auch mal wirklich mal ein anderes, für mich auch mal ein entspanntes Thema. Ein anderes Thema. Wie oft kommt das denn dann vor, dass du das machst? Jeden Tag?
Ja, wie gesagt, weil ich ja auch schon länger arbeitslos bin. Ich meine, habe ich ja wirklich noch nicht lange entdeckt. Also wenn ich dann nichts anderes vorhabe und so weiter und ja, dann im Moment fast täglich. Jetzt kommt mir natürlich keine Idee. Das ist natürlich eine Verbindung, das mit dem, wenn, mit, dass du mit dem Essen, dass du eine besondere Affinität zum Essen hast. Ja. Ist das natürlich wieder eine Verbindung, ne? Du guckst eine Kochsendung. Und Sexualität, ja, gibt es da eine Brücke oder ist das jetzt so konstruiert, was ich sage? Ja, ich weiß es nicht, aber also ich kann mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Ich meine, früher, oder mir ist aufgefallen, auch früher, wenn im Fernsehen jemand massiert wurde oder so, oder irgendwie, ne, Erotik-Sendung, ne, da habe ich das nicht so. Aber so beim Massieren, da kriegte ich schon mal Gänsehaut und so, und aber ganz besonders ist mir jetzt aufgefallen, seit ich dann mal im Bett mir eine Kochsendung angeguckt habe und dann einfach, ich denke, jetzt probier's mal. Ging die Post ab. Ja, und jetzt kann ich da, ja, das klappt doch. Wenn du aber selbst irgendwas machst und mit Geschirr hantierst, dann, das ist, hat aber nicht die Wirkung bei dir. Nee. Das muss im Fernsehen stattfinden. Ja. Denke ich mal, ich habe schon Angst, dass ich, wenn ich mal irgendwo jetzt eingeladen werde, ich war schon noch lange in keinem Restaurant mehr, also ob ich dann auch irgendwie das verspüre, führen würde, das weiß ich jetzt nicht. Das wäre nochmal interessante Frage. Ja. Dann musst du die Vaseline mitnehmen. Nein, Schatz am Rande, natürlich nicht. Ja, Petra, interessant. Finde ich wirklich äußerst interessant. Danke ich dir für deinen Anruf. Würde ja, dir aber schön, auch, dass ich durchgekommen bin. Das ist ja schwer. Wenn du in der anderen Sache, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, mit meiner Psychologin noch ein bisschen reden möchtest, biete ich dir das an, aber du musst es nicht. Möchtest du das? Ja, doch. Ich bin auf Suche auch so langsam mal nach einem Psychologen, und wenn ich da eine Adresse kriegen würde, wäre nicht schlecht. Das machen wir sehr gerne, Petra. Dann wird die Sabine, meine Psychologin, dich anrufen und dann könnt ihr in Ruhe sprechen. Ja, super. Alles Liebe und alles Gute. Ja, und noch viel Spaß bei deiner Sendung. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Da hört man ja vieles, was man sonst gar nicht hört. In der Tat. Zum Beispiel jetzt das, was du gesagt hast. Ja, freut mich, dass ich durchgekommen bin. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Und weiter geht es mit der Martina. Und Martina ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Martina. Was erregt dich denn? Ja, was erregt mich? Und zwar führe ich ein Doppelleben. Ich arbeite als Prostituierte und komme damit irgendwie nicht zurecht, weil ich damit nicht aufhören kann. Also ich habe eigentlich Pharmazie studiert und habe erst in einer Apotheke angefangen zu arbeiten, aber da hat man ja feste Arbeitszeiten. Bin dann durch einen dummen Zufall an diesen Job gekommen und fand das ganz interessant vom Geld her während des Studiums. Ja. Du bist aber auch abgeschlossene Apothekerin. Ja, habe aber dann die Stelle aufgegeben und arbeite als Pharmareferentin, weil ich mir das da flexibel einteilen kann. Ah, du arbeitest also als Pharmareferentin und auch als Prostituierte. Genau, weil als Pharmareferentin kann ich mir das besser einteilen von den Zeiten her und bin so flexibler für den anderen Job sozusagen. Jetzt heißt ja unsere Sendung, dieser Gegenstand erregt mich. Genau, also der Gegenstand an sich ist der Freier. Der Freier. Also der Mann, der zu mir kommt. Also und der dafür bezahlt. Genau, ich habe vorher auch gefragt, ob das überhaupt Sinn hat, dass ich da weiter vermittelt werde, weil das, ob das wirklich ein Gegenstand ist. Weil für mich ist das der Gegenstand, der mich halt erregt. Nun höre ich von ganz vielen Prostituierten immer wieder, die sagen, wir sind bei unserer Arbeit nicht erregt. Ist das bei dir anders? Ja, also ich bin nicht erregt, wenn ich den ganz normalen Sex habe an sich. Da bin ich schon, am Anfang war das natürlich so, weil man erstmal anfängt mit der ganzen Sache. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass wenn ich das Ganze in der Hand habe, das heißt nicht derjenige, der kommt und zahlt und sagt, ich würde gerne so und so lange bleiben, ich hätte gern das und das. Das fand ich dann immer ein bisschen gruselig und habe mir gedacht, ach nee, ich will den vielleicht gar nicht haben. Ich möchte das in der Hand haben, wen ich haben möchte. Und bin mittlerweile so weit, dass ich viel im Studio arbeite. Das heißt also... Als eher Domina? Ja, genau. Und das ist dann schon, also es ist keine direkte sexuelle Erregung, aber eine andere tiefe Erregung. Genau, dass ich davon nicht wegkomme. Also im Endeffekt komme ich aus einem sehr konservativen Haus und lebe eigentlich ein sehr konservatives Leben und habe so mein ganz anderes Leben, aber ich brauche das andere unbedingt und ich weiß nicht, warum ich das eigentlich brauche. Wie lange machst du das denn schon, dieses Doppelleben? Wie lange arbeitest du als Prostituierte? Noch nicht lange, ein Jahr. Ein Jahr. Und diese Pharma-Referentin, die du auch bist,
Ist das ein Vollzeitjob? Nein, eben nicht. Und das ist das, warum ich das auch gemacht habe. Weil du flexibler bist, hast du gerade gesagt. Ich bin flexibler. Ich arbeite da halt einen Halbtags. Ach so. Baue mir das so auf, dass ich, primär geht es mir eigentlich nur um den anderen Job, dass ich dafür am meisten Zeit habe. Mhm. Und habe ich das richtig verstanden, dass du in diesem anderen Job als Prostituierte hauptsächlich jetzt in einem Studio als Domina arbeitest? Genau, erst war es als berührbare Domina, das heißt also, dass der Gast mich auch anfassen darf. Jetzt nicht mehr. Aber ich möchte halt dahin gehen, dass er mich nicht mehr anfassen darf, weil ich es gut finde, wenn ich bestimmen kann. Das heißt, wenn derjenige also mich anfassen will, dass ich ihm dann sage, hallo, hier, ich möchte das jetzt nicht so. Diese Konstellation, so haben wir es gerade ja schon festgehalten, das ist für dich schon sehr erregend. Ja, ich brauche das irgendwie und ich verstehe nicht, warum ich das brauche. Weil im Endeffekt ist das so, als wenn ich so zwei, also im Endeffekt will ich was ganz anderes. Also ich möchte einen soliden Mann an meiner Seite. Mhm. Familie und Kinder und im Endeffekt dieses der ganz normale Mann, das ganz normale Haus, zwei, drei Kinder und dieses normale Leben, normaler Sex. Und wenn man jahrelang zusammen ist, dann ist das ja auch immer, verändert sich dann schon. Aber da ist die verruchte Seite in dir. Genau, die ich brauche, die ich natürlich in meiner Beziehung nicht bekomme. Hast du denn im Moment eine Beziehung? Nein, habe ich nicht. Also ich hatte auch in der ganzen Zeit keine, weil das für mich... Da müsste ich meinen Partner anlügen. Mhm. Jetzt muss ich dich fragen, wenn du so eine Session hinter dir hast mit einem Gast. Ja, dann bin ich total geil aufs Geld. Also ich, das, was mich dann anmacht, ist einfach, dass ich sage, mein Gott, da kommt so ein Vollidiot. Also ich meine, das darf ich natürlich nicht Natürlich nicht zeigen. Sagen. Ja, du darfst nicht zeigen und nicht sagen, was deine Kunden sind. Aber du denkst so über die und die zahlen dann. Ja, natürlich. Für mich ist es ein Typ, das ist ein Patient eigentlich. So siehst du den. Ja, weil für mich ist das ja irgendwie total konfus, weil ich mir denke, mein Gott, dieser Mann, der zahlt so viel Geld dafür, dass ich ihn verprügel. Ja, wie viel Geld zahlt er denn? Oh, eine Menge. Na, sag's mir. 500 Euro die Stunde. So viel? Mhm. So viel? Ja, je nachdem, es liegt ja immer am Service auch, also was der Gast natürlich auch will. Ja. Also wenn dieser Gast halt möchte, dass ich ihn so behandelt, dass er Zeichen davon trägt, also das heißt, also ihn so verprügelt, dass es blutig ist oder dass er möchte, dass ich ihn, also einfach, dass er Zeichen hat. Also je blutiger und je gezeichneter. Ist teurer, ist ja klar, als wenn es nur Verbalerotik ist oder als wenn es nur... Hat es irgendwas bei dir auch noch mit Sexualität zu tun? Das an sich eigentlich nicht, das, was mich daran hält, ist, dass ich das erste Mal, also ich bin nun schon 36 Jahre alt und ich habe immer gedacht, dass ich erfüllt bin in meinem Sexualleben und dass ich natürlich auch einen Orgasmus immer hatte, dachte ich immer, weil ich ja nicht wusste, wie es eigentlich wirklich ist. Bis ich dann in diesem Bereich halt auch Frauen kennengelernt habe, ob Dominas oder nicht Dominas, die sich darüber unterhalten haben, was eigentlich abgeht bei einem Orgasmus und ich dann ganz blöde gefragt habe, wie, das kenne ich jetzt irgendwie gar nicht so. Das heißt, du hast früher keinen Orgasmus gehabt? Nein, ich hatte meinen ersten Orgasmus vor 8 Wochen. Mit wem? Mit einem Gast. Mit einem Gast? Ja, und von diesem Gast bin ich fast abhängig. Also ich freue mich jedes Mal, weil er geht jetzt auch immer zu mir, dass dieser Gast kommt, weil ich einfach, ich habe auch jetzt angefangen vor 2 Wochen mich selbst zu befriedigen, was ich vorher nicht getan habe. Stopp mal eben, ich hatte das so verstanden, dass du jetzt mittlerweile eine Unberührbare bist. Das ja, heißt aber, also mit dem Gast hast du dann doch... Ich gehe darauf hin, dass ich das machen möchte. Ach so, das ist das Ziel, ja, genau. Jetzt bin ich noch berührbar. Und es gab dann richtigen Sex mit dem Gast und da hat es bei dir... Kein Sex, also er hat mich, ja, keinen richtigen Sex, sondern er hat mich halt oral befriedigt. Ah ja, und das war so gut. Und dabei kam ich zu einem Orgasmus und ich bin da total ausgeflippt und normalerweise muss man da schon, man spielt zwar so ein bisschen was vor, aber man, ich konnte mich gar nicht mehr beherrschen. Und dann hat der Gast natürlich gemerkt, ach du meine Güte, ne, das ist ja richtig geil, die geht ja richtig ab so. Ja. Und ich musste diesem Gast auch gestehen und ich habe es auch getan. Ja. Hallo, das war mein erster Orgasmus. Ja, da ist der Gast aber stolz wahrscheinlich. Der ist so stolz, dass er natürlich fast jeden Tag jetzt zu mir kommt. Und der muss auch noch so viel Kohle hinblättern? Der nicht, weil das ist kein reiner Studiogast. Ich verstehe, jetzt kommen die Details. Jetzt ist aber gleich meine Sendung rum. Ich muss dich eine Frage noch am Ende, zum Ende stellen. Leidest du
unter dieser Zwiegespaltenheit, in der du da lebst? Nein, eben nicht. Also ich leide da überhaupt nicht dran. Ich bin damit total zufrieden, nur ich habe da keine Möglichkeit, eine normale Partnerschaft zu führen. Und dann könnte es irgendwann doch zum Leiden kommen. Ja, eben, ne? Weil findet man das einen geht nicht. Mann, der das akzeptiert. Mhm. Verstehe. Jetzt ist die Sendung gleich rum. Du sagst, im Moment leidest du nicht, dann gebe ich dir nicht meine Psychologin. Oder möchtest du doch noch gesprechen? Schade, dass die Sendung vorbei ist. Ich hätte noch so viel zu erzählen. Ich hätte auch noch gerne mit dir gesprochen, aber es ist gleich vorbei. Liebe Martina, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. In der Technik Uwe Petersen. Morgen wieder mit einer freien, einen offenen Themen nach